So Leute, es kommt direkt das nächste genau. Eine Sekunde Pause und damit willkommen zurück. Der NRW über 18 auch wieder mit dabei. Meine lieben Claude. Claude aus GTA 3. Catalina. Ach. Das geht ja so, Andreas. Damn, man, now what? Big! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What business. Kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I no interested no more, I mean that I love wait. You! Too. And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait! Leave my car alone! I did this for us! For me and you! It's too late! I don't love you no more! I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Huh? No, I didn't take rejection. You're jealous and a coward. That is race. Crazy bitch. Aber keine Sorge, Catalina taucht nicht in GTA 3 auf, weil das nach GTA 3 spielt. Na, Gott sei Dank. Wer war irgendein random Wagen immer? So, den ersten. Eigentlich, bei diesen Rennen, musst du bloß ins Ziel kommen, weil die anderen irgendwann eh alle irgendwo einen Fehler bauen. Echt? Ja. Und so richtig verkacken. Aber du machst das wirklich gut. Aber die hat ein oder zwei fiese Stellen, dieses Rennen. War das die erste? Nee. Aber das ist wieder genauso lang? Ist sogar noch länger. Oh. Ja, aber das ist nur ein Rennen pro Part, ne? Vergiss das nicht. Also das wird wieder ein kurzer Part werden. Wenn das Rennen 5 Minuten geht, ist es ein 5 Minuten Part oder ein 6 Minuten Part. Na, dann ist das halt. Bah, ist das gemein. Ich hab schon gedacht, was macht er? Aber schnell sind sie nicht. Wollen ja auch Fehler. Aha. Spiel jetzt auch, muss ich. Vorsicht, Wasser! Das hier ist nämlich eine der gefährlichen Stellen, wenn du hier durch die Wand brechen kannst und dann im Wasser landest. Ich fahre gerade auch viel vorsichtiger als sonst, finde ich. Ja, besser ist es. Mein PlayStation Controller spiele. Wie sieht es denn aus? Wolltest du ja vielleicht nach einem neuen Controller gucken? Ich habe gesehen, so anderen Verkäufen, die haben noch solche alten PC PlayStation Controller. Wir gucken jetzt gleich selber mal und dann schauen wir mal. Wobei, da hat mir jetzt letztens auch einer gesagt, dass er seinen alten. Oh, was war das? Commodore 64. Nee, ach. PlayStation war das. Ach nee, genau, der hat einen PlayStation 2 Controller für einen PC. Den braucht er nicht mehr, den wird er uns gerne zur Verfügung stellen. Ja, das ist sehr nett. Das ist ja genau das, was wir hier auch haben. Wir brauchen eigentlich bloß die CD. Naja, eher einen Treiber. Ja, die CD mit dem Treiber. Brauchen wir ja nur. Echt, da ist eine CD mit bei gewesen? Ja. Krass. Also ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, wie du heißt, aber danke für dein Angebot, aber... Tschüss, Alex. Nein, nicht du. hast du die CD davon? Wenn ja, schick mir mal den Hinweis. Genau, einfach irgendwo so in eine Winrad-Datei packen. Viren obendrauf mit Schleifchen. Ja, natürlich. Und schon ist der NRW-Boy gehackt. Natürlich. Machen wir dann aber bei dir auf dem Computer. Verkauf Pillen im Deep Web. Ja, auf meinem Computer sind die Treiber. Ja, und warum holst du die da nicht hier hin? Keine Ahnung. Oh, wie soll ich die finden? Aber dir zu Hause nachgucken, vielleicht hast du die CD noch irgendwo. Ja, das wollte ich ja eben machen. Ja, warum hast du es nicht? Ich habe schon nachgeguckt, ich hab's ein bisschen noch nicht gefunden. Ah, oh, da hast du noch nicht richtig gesucht. Vielleicht habe ich sie ja damals im Umzug weg, ne? Na. So haben wir es geschafft.
Genie beherrscht das Chaos. Wir haben zwei Sekunden, eine Sekunde länger. Eben war das 3:13. Jetzt muss Katharina noch rumjohnen. Also sie erklärt uns, warum sie verloren hat. Join? Johnnen. Ah ja, ja. No Jones. Jetzt erklärt sie. Juke had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfied. Fool. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye! Liberty City? Na, das kommt mir noch bekannt vor. Ja. So, ja. Leute, und auch. Mit was passiert. Das. Da stand da gerade schon Mission erfüllt. Und so eine coole Musik. Na, das nur wieder. Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau-Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you, I don't know you. Prank caller, prank caller. Gut, also, das machen wir am nächsten Teil. Hier ist jetzt Schluss, auch wenn der Part knackig kurz war. Bis zum nächsten Mal. N-Avio 18. Ciao.